Oh. Ah. Der wusste nicht, was vorher und was nachher ist. Als er in die Stadt kam, wollte er sich fein zurecht machen lassen, denn er hatte vor, noch ein bisschen in den Straßen spazieren zu gehen. Aber er wusste einfach nicht, was vorher und was nachher ist. Das ließ ihm die ganze Zeit keine Ruhe mehr. Er wusste es immer noch nicht. Er wusste nicht den Unterschied von vorher und von nachher. Schließlich, um den Tag noch einigermaßen angenehm zu beenden, beschloss er, ins Schwimmbad zu gehen. Die Sonne schien, es war warm und schön. Aber gerade an diesem Tag hatte der Bademeister das Wasser. Oh nein, nicht doch. Und da hatte er es endlich begriffen.